Hallo, also ich zeige euch jetzt, wie man einen Kranich Origami bastelt und ja, das geht so. Hier habe ich schon mal ein Quadrat, das ist sehr wichtig, also kein DIN A4 oder so, sondern ein Quadrat. Jetzt, wie ihr sehen könnt, hier ist der Kranich. Nochmal von Namen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachmachen. Und ja, tschüss.